Hallo und ein herzliches Willkommen mal wieder zurück zu unserem alten Freund Dragon Age. Haben wir jetzt echt schon lange nichts mehr Neues gemacht mit. Unbedingt. Und nun ja, wir legen jetzt mal wieder los. Und gewünscht war der Turm der Magie als nächstes Ziel. Das werden wir auch dann als nächstes angehen. Und im Folge dann nach Redcliffe ziehen. Ja, keine Vorkommnisse auf der Reise. Und dann sind wir angekommen. Und haben hier einen Plünderer. Verschwindet! Ich war zuerst hier. Ihr habt hier nicht zufällig ein Schwert gefunden, oder? Warum? Wollt ihr eins kaufen? Nur, wenn es ein Kunari-Schwert ist. Ein Ku... was? Es wäre vermutlich ziemlich groß und unhandlich. Also, um ehrlich zu sein, ich habe keine Schwerter. Dieser Platz war schon ziemlich abgegrast, als ich hierher kam. Aber ich habe einen Teil eines Handschuhs gefunden, den die Wölfe nicht zu sehr zerkaut haben. Zumindest glaube ich, dass es ein Handschuh war. Sagt nichts. Ich weiß selbst, dass ich übers Ohr gehauen wurde. Ich kenne den Kerl, der vor mir hier war. Er hat mir diesen Platz verkauft. Er sagte, er habe Riesen und jede Menge verrückte Wertgegenstände gefunden. Er hat allerdings nicht erwähnt, dass er außer Knochen und Dreck schon alles mitgenommen hat. Sein Name ist Farron. Ein nervöser kleiner Bastard, wenn ihr mich fragt. Das habt ihr zwar nicht, aber ich sage es trotzdem. Wo ist er jetzt? Er wollte nach Orsama. Ich könnte mir vorstellen, dass er inzwischen schon dort ist. Wenn ihr ihn findet, sagt ihm, ich habe euch geschickt. Das wird ihm richtig Angst machen. Alles klar. Schön zu wissen. Was mich jetzt ein bisschen stört ist, ich habe... Ich muss mich nochmal an die Tastaturbelegung gewöhnen. Wir wollen schließlich auch alles einsammeln. So. Schauen wir uns zuallererst mal hier in dem Hafen um. Da hinten geht es zum Turm der Magie, wie man sieht. Da haben wir noch ein paar Säcke. Bergkristall, eiserner Ring. Eine Verbindungsmann der Gemeinschaft der Magier. Ihr seid der graue Wächter, nicht wahr? Ich hatte gehofft, euch zu begegnen. Ich repräsentiere eine Gemeinschaft von Magiern, die ihr Leben ohne die ständige Kontrolle durch die Kirche führen möchten. Wie kann ich euch helfen? Hier neben mir findet ihr, wie in jeder anderen größeren Ansiedlung auch, einen unscheinbaren Sack, der Anliegen von Magiern aus dem ganzen Land enthält. Sie alle brauchen die Hilfe von jemandem, der fähig und diskret ist. Dann werde ich mir das mal anschauen. Ich danke euch sehr. In jeder größeren Ansiedlung findet ihr einen unserer Vertreter, der bereit ist, euch im Namen der Gemeinschaft für erledigte Aufträge zu entlohnen. Der Erbauer möge auf euch herablächeln. Die Gemeinschaft der Magier. Was haben wir denn da? Orte der Macht. Höret meine Worte und gehorcht. Da meine Kräfte die Kräfte von Krebulasch, dem Epitoten, schwinden muss, meine Verbindung zu den mystischen Orden, die ich hinter mir gelassen habe, wiederhergestellt werden. Ihr, der Empfänger dieser Nachricht, werden die Orte reißen und dort nach meinen persönlichen Siegeln suchen, um ihre verborgenen Kräfte für mich freizugeben. Ihr findet diese Orte mystischer Macht in den ältesten Gebieten der Welt, dem Brasilienwald, den tiefen Wegen, dem Herzen Denerims und nahe der Fundaments des Turms der Zirkel der Magie. Falsche Zeugen, die Aktivitäten der Malefikare vor meiner Türschwelle sind nicht unbemerkt geblieben, weshalb ich nun selbst in Gefahr schwebe, vor die Templer geschleift zu werden. Einige Herumtreiber behaupten, sie hätten beobachtet, wie ich verbotene Künste ausgeübt habe und sind aufgebrochen, um der Kirche Bericht über meine angeblichen Taten zu überbringen. Ich bitte die Gemeinschaft der Magier, diese falschen Zeugen aufzuspüren, sie um jeden Preis aufzuhalten, sie entlang der Straße von Lothering nach Denerim gereist. Sollten sie dort eintreffen, werden ihre Entlassungsschreiben. Oh Gott. Viel zu viel zum Lesen. Das geht in gekürzter Form. Mörder deines Bruders. Ja, gibt genug Sachen, die wir auf dem Weg dann eben finden müssen. Und wen haben wir da? Zwielichtig Gestalten, Deserteur. Deserteure sind niemals gut.
Ein sehenswertes Boot. Habt ihr euch je gefragt, warum die Magier ihren Turm in der Mitte des Kaelnhat-Sees errichtet haben? Haben sie eine Abneigung gegen praktische Lösungen oder was? Vielleicht. Ja? Ich bin im Namen der Blackstone-Freischärler hier. Oh, warum geht es? Ich habe gehört, ihr hättet Ägide Vorräte gestohlen oder Desertion festzunehmen. Ja, der zweite. Es ist traurig, mit ansehen zu müssen, wie ein grauer Wächter manipuliert wird. Aber mir fehlt die Zeit, es euch zu erklären. Lasst uns dem grauen Wächter eine Lektion in Vertrauen erteilen, Männer. Ganz schlechte Idee, Junge. Ganz schlechte Idee. Machen wir direkt mal einen Geistschlag. Das danach. Ja. Und jetzt. So, und dann war's mit dem. Und denen auch. So, und dann haben wir das Vorratsbündel bekommen. Quest aktualisiert. Dann... Stimmt, können wir da noch in die verwöhnte Prinzessin, eine kleine Kneipe. Ein missmutiger Gast, ein Wirt, ein zwielichtiger Gast und eine Truhe, die wir noch nicht öffnen können. Was starrt ihr so? Erlaubt ihr? Trinken? Ich könnte das machen. Langschwert und ein Liebesbrief. Ich stehe euch zur Verfügung. Korrespondenz Interruptus. Ist nur eine Notiz. Guten Tag und willkommen in der verwöhnten Prinzessin. Kann ich euch irgendetwas bringen? Ja, hallo Commander Shepard. Warum heißt diese Taverne verwöhnte Prinzessin? Die Idee hatte mein Vater. Er war vor mir, der Wirt hier. Damit ist meine Schwester gemeint. Sie war seine kleine Prinzessin. Die Prinzessin beschloss eines Tages, dass ihr das Landleben zu langweilig war und zog nach Dannerim. Glanzvoller, meinte sie. Sie wurde ermordet aufgefunden. Und alles, was ihr mein Vater von seinem sauer verdienten Geld gekauft hatte, hatte man ihr geraubt. Mein Vater starb an gebrochenem Herzen. Meine Mutter hörte auf zu essen. Und ich erbte den Laden. Der Name ist geblieben. Ende der Geschichte. Halleluja. Natürlich. Was hättet ihr gerne? Bei dem können wir auch ein paar Sachen kaufen. Gut zu wissen. Aber nichts jetzt so Interessantes, möchte ich behaupten. Vielleicht, ja, wie sieht's denn aus mit unseren Tränken? Fläschchen bräuchten wir nochmal ein paar. Na komm schon. Dann haben wir wieder 99. Und Elfenwurz, genauso wie Lyriumstaub, hole ich mir gerne mit. Damit können wir uns dann später die schönen Tränke herstellen. Guten Tag. Lasst mich in Ruhe. Gut, das war's dann auch schon wieder da. Dann setzen wir mal über bei Korol zum Magierturm. Ihr da. Ihr wollt doch nicht etwa zum Turm, oder? Ich habe nämlich strikte Befehle, niemanden durchzulassen. Ich bin ein grauer Wächter und suche um Unterstützung durch die Magier. Oh, ein grauer Wächter seid ihr. Beweist es. Ich habe hier Dokumente. Ja? Oh, ein Siegel der grauen Wächter. Aha, ihr behauptet also, einer von denen zu sein. Wisst ihr, Dokumente habe ich auch. Sie sagen, ich bin die Königin von Antiva. Was sagt ihr dazu? Nicht viel, ihr seid offensichtlich ein Templer. Und wenn ihr eure Behauptung, wer ihr seid, nicht beweisen könnt, lasse ich euch nicht vorbei. Wie auch immer, ich danke für das Gespräch. Und jetzt geht weiter. Na los! Eurem Vorgesetzten wird nicht gefallen, dass ihr mich behindert habt. Wirklich? Denkt ihr, Gregor wäre verstimmt, wenn ich euch nicht einließe? Moment. Ja, vermutlich wäre er das. Gutes Argument. Ja, er wäre sogar sehr zornig, wenn ihr mich nicht durchließt. Er gibt hier die Befehle. Und mit einem grauen Wächter würde er bestimmt fertig.
einem angeblichen grauen Wächter. Nun, soll ich euch dann jetzt hinbringen? Ja, bitte. Dann kommt mal mit. Was für eine Flachpfeife. Der Turm ist echt schon gigantisch. Und ich will immer zwei Mann auf Posten mit Sicht auf die Türen haben. Ohne meine Genehmigung wird keine Tür geöffnet, ist das klar? Jawohl, Sir. Die Türen sind verrammelt. Wollen Sie die Leute draußen halten oder drin? Jetzt heißt es warten und beten. Was geht hier vor? Beziehungsweise nein, ihr seid Gregor, nehme ich an. Wer seid ihr? Carol hatte klare Anweisung, niemanden über den See zu bringen. Wir haben es hier mit einer heiklen Situation zu tun. Ihr müsst gehen, zu eurer eigenen Sicherheit. Was machen wir? Nicht ohne euer Versprechen, uns im kommenden Krieg zu unterstützen. Wir können nicht helfen, egal auf welcher Seite ihr in diesem Bürgerkrieg steht. Das Schicksal des Zirkels hängt in der Schwebe und so lange kann kein Templer hier weg. Nein, ich brauche die Magier. Ach mal, nee, mach was dritte. Ich bin ein grauer Wächter, die dunkle Brut beschäftigt mich mehr als Logan. Ich ertrage kaum noch, dass die grauen Wächter nichts tun, außer Leute für den Kampf gegen die dunkle Brut zu rekrutieren, obgleich es ihr recht ist. Hier findet ihr keine Verbündeten. Die Templer können niemanden entbehren und die Magier sind indisponiert. Offen gestanden, der Turm ist nicht mehr unter unserer Kontrolle. Abscheulichkeiten und Dämonen machen die Hallen des Turms unsicher. Der Zirkel ist verloren. Der Turm ist gefallen. Okay. Dämonen, braucht ihr Unterstützung im Kampf? Ich habe Denerim benachrichtigt und um Verstärkung und das Recht der Auflösung gebeten. Das Recht der Auflösung? Das Recht der Auflösung gibt Templern das Recht, einen Zirkel von Magiern zu beseitigen. Vollständig. Die Magier sind vermutlich bereits tot. Alle verbliebenen Abscheulichkeiten müssen um jeden Preis beseitigt werden. Die Situation ist prekär. Es gibt keine Alternative. Alles im Turm muss zerstört werden, um ihn wieder sicher zu machen. Die Magier sind nicht schutzlos. Einige leben sicher noch. Wenn das so ist, beschützt sie der Erbauer persönlich. Niemand kann diese monströsen Kreaturen überlebt haben. Es schmerzt zu sehr, auf Überlebende zu hoffen und dann nichts zu finden. Nun, ich suche nach Überlebenden. Ich versichere euch, eine Abscheulichkeit ist eine ernstzunehmende Macht. Und ihr werdet nicht nur auf eine treffen. Ich vertraue auf meine Fähigkeiten. Im Erfolgsfall würde ich euch viel schulden und sogar meine Templer auf eure Sache einschwören. Ohne Nachricht aus Denerim muss ich entscheiden, was geschehen soll. Die Zerstörung der dunklen Brut ist mit Sicherheit ein hehres Ziel. Dann haben wir eine Abmachung. Ein Wort der Warnung. Sobald ihr diese Schwelle überschreitet, gibt es kein Zurück mehr. Die großen Türen müssen verbarrikadiert bleiben. Ich öffne sie erst, wenn ich Beweise dafür habe, dass es sicher ist. Ich glaube erst, dass es vorbei ist, wenn der erste Verzauberer vor mir steht und es mir sagt. Wenn Irving gefallen ist, dann ist der Zirkel verloren und muss zerstört werden. Andraste schenke euch ihren Mut, was immer ihr auch entscheidet. Alles klar, dann sehen wir uns hier wieder im nächsten Part. Bis dann, Leute.